Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich auf den Weg gemacht zum Thomas nach Hause und in Olpe lag jede Menge Schnee. Also bei uns hier in Bergisch Gladbach ist tote Hose, was Schnee angeht, aber ein Snowride in Olpe, no, das klang ganz interessant auf den ersten Blick zumindest, aber naja, mehr dazu später. Ja, moin Daniel! Moin Thomas! Ja, herzlich willkommen hier im Sauerland. Wir haben was vorbereitet. Ein sogenannter, wie man auf Neudeutsch sagt, Snowride. Ja, einer der Vorzüge bei E-Bikes, der kaum jemand kennt, Daniel, ja, ist der Ampel bei Matsch und Schnee. Macht sogar Spaß, weil man halt durch den Motor einfach so hochziehen kann. Wenn man sich mit 5 bis 7 km/h irgendwo hochdreht, dreht halt sofort das Hinterrad durch. Dann ist der Spaß relativ gering. Ja. Wenn man so mit 15 Sachen den Berg hochfährt, sieht das schon anders aus. Nach der ersten Uphill-Passage ging es dann auch los auf Thomas' neuen Home-Trail. Und ich kannte den Trail eigentlich schon von ein paar Abfahrten, aber im Schnee ist es echt eine ganz andere Nummer. Und auch die Reifen haben einfach nicht wirklich gepackt. Also berghoch, alles kein Thema irgendwie, aber bergrunter plus das Gewicht vom E-Bike, was einfach zusätzlich schiebt, war echt nicht so einfach und ich habe mich natürlich auch mal wieder lang machen müssen. Das war ja auf dem Fokus irgendwann auch mal zu erwarten, ne? Oh je. Tütüt! Ah, ah. 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 Ich sehe nichts mehr. Oh Gott. Okay. Sitzt du noch am Rad oder schiebst du auch? Ja. Das ist echt glatt. Das ist übelst schleimig. Das ist quasi unfahrbar, die Scheiße hier. Super Idee, Thomas! Ja! Den Trail hier fahren war eine super Idee! Ja. Oh, alles gut? So, was hast du falsch gemacht? Keine Ahnung. Aber das ist mir eben schon bei der Steilabfahrt passiert. Du gehst wieder nach hinten. Du gehst wieder nach hinten. Und dann kommt die Senke und dann kannst du nach der Senke das wieder nicht mehr kompensieren. Sofort zu. Ja, komplett. Gar kein Grip mehr. Das war die schlimmste Abfahrt. Nach dem ersten Trail ging es dann weiter auf der Tour. Und ich hatte keine Ahnung, wo Thomas eigentlich hin wollte.
und ich dachte so, okay, er zeigt mir so ein paar Trails und zeigt mir so ein bisschen die Umgebung, aber das Endziel war dann irgendwie doch anders als erwartet. Und dass wir da dann auch wirklich Fahrrad gefahren sind, hat mich auch irgendwie ein bisschen überrumpelt. Aber seht selbst. Und ja, ihr seht richtig, wir stehen im Bikepark Olpe. Das Endziel war also Fahlenscheid, Bikepark Olpe und da einmal oben die kleinen Startsprünge springen. Aber bei einer Schneedecke, die auf jeden Fall, ich würde sagen, knappe 10 cm hoch war vielleicht und auf einem neuen Fahrrad. Und das war für mich echt eine Nummer, da, ja, also ich war ein bisschen überrumpelt, könnte man so sagen. Klar tut das weh. Hä? Na klar tut das weh. Aber ganz langsam. Das Schlimmste ist berghoch. Laufen, nicht fahren. So, total verrückt. Total verrückt. Willst du noch was sagen, Daniel, bevor wir fahren? Wie sieht's aus mit der von dem Fahrrad hier mit Erben und so? Vererben? Darf ich das dann mitnehmen, wenn du hier gleich legst? Ja, ne? Ja, du kannst einfach. Ich habe das die Bike-Leasing-App auf dem Handy. Kein Passwort im Handy, kannst du machen einfach. So, total verrückt, fahren wir hier. Job rein, schnell. So, ab geht's, Daniel. Guck mal, der Ausblick hier mit der Sonne hinten. Ein paar Abfahrten im Bikepark haben wir uns dann auch wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Ich muss sagen, ich muss mich an die Größe und das Gewicht und die Geometrie vom Fokus auf jeden Fall noch gewöhnen. Und ich freue mich schon extrem, wenn bald vielleicht sowas wie Flowtrail Siegen wieder auf hat, wo man einfach super gut das Bike mal kennenlernen kann. Aber auch in Olpe könnte ich das Bike ordentlich testen, da ich auch den Park mittlerweile ja schon ganz gut kenne und auch mal ohne Lift wieder hochfahren könnte. Aber nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, das Fahrrad ist keine Konkurrenz zum Torque, zumindest bis jetzt. Also ich fahre das Torque bergab auf jeden Fall tausendmal lieber. Mir ist es lieber, dass es so leicht ist, so wendig, klein und so weiter und so fort. Vielleicht so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Größe, die ich sogar anfangs am Torque bemängelt habe, gefällt mir jetzt eigentlich super gut. Und die 29 Zoll Laufräder, ja, das ist auch eine Sache, an die ich mich, glaube ich, noch gewöhnen muss. Aber ich will nicht meckern, ich bin das Fahrrad ja erst 3-4 Mal gefahren und ich muss mich vielleicht einfach nur dran gewöhnen. Also Leute, ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr auf jeden Fall. 2022 steht jetzt vor der Tür. Der Winter ist zwar noch im Gange, aber auch der Winter geht vorbei und dann kommt wieder der Frühling. Und ich bin hyped, Leute. Ich freue mich so mega auf die nächste Saison. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben nicht vergessen, Glocke aktivieren und all der ganze Kram. Bis bald, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.